Hey, es sind Ödländer. Das sind ganz normale Ödländer. Warum? Oh, sie hat sie alle gekillt. Wie krass. Wie gut sie ist mit dem Gewehr. Mit dem chinesischen Sturmgewehr. Sie haut einfach alle weg. Oh. Was ist denn hier bitte kaputt? Ich wollte keinen Krieg. Ihr habt mich angegriffen. Ihr habt Pfiffi 2000 blöde angemacht. Okay. Ich frage mich gerade, ob sie auch von dem Hut gebufft wird. Ich glaube, kleine Waffen werden durch den Hut gebufft. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Müsste mal nachgucken. Machen wir später irgendwann mal. Ansonsten sollten wir sie regelmäßig mit Munition versorgen. Ich denke, das lohnt sich. So wie sie gerade hier reingehauen hat, wird sie uns später und auch jetzt noch ordentlich behilflich sein. Nicht nur als Trageesel. Oh, vorsichtig. Ja, ich hab's gesehen. Stopp! Pfeilpistole. Ich brauche eine kurze Pause, brauche ich hier gerade. Eine kurze Durchatmungspause. Meine Güte, das ist aber schnell eskaliert hier. Sehr schnell. Ich glaube, zwei Schuss reichen, um den Kleinen hier zu verkrüppeln. Flop! Flop, sehr schön. Und jetzt den Großen noch. Aber es bringt ja herzlich wenig, weil die kämpfen ja sowieso hier gegen unsere Begleiter. Ich hoffe mal, dass das trotzdem irgendeine Auswirkung hat auf den Kampf hier, dass ich die jetzt verkrüpple. Flop! Flop! Hat nicht gereicht, ne? Schande. Vorsichtig! Wir müssen reinhauen. Wir müssen uns in den Kampf einmischen. Wie wäre es mit dem Plasmagewehr? Ja klar, warum nicht? Warum nicht? Sie hat sich in Sicherheit begeben, ne? Sie ist ziemlich smart, muss ich sagen. Clover, du überraschst mich immer wieder. Na. Der Kleine ist schon hinüber, ne? Ja, und ich erst. Wow. Was für ein Debakel hier. Speichern und weiter. Ich hoffe mal, die ganze Action hat sich hier gelohnt. Nein, sie ist schon wieder... Das kann doch nicht sein. Du hast schon wieder 111 Schuss verballert. Was kann ich für dich tun? Clover, ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich würde ja die 32er geben, aber die brauche ich selber gerade. Du darfst dir alles nehmen. Nee, da ist noch. 556er. Hm, komisch. Aber sie hat auch trotzdem ordentlich verballert. Finde ich nicht so cool, ne? Das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Ich muss mal gucken, ob ich ihr auch eine Minigun geben kann. Weil davon haben wir ja, ach, so viel Munition für die Minigun. Hm. Müssen wir mal gucken. Aber fürs Erste belassen wir es dabei. Den 44er Revolver, hat sie den schon? Ja, den hat sie auch schon. Da könnte ich ihr die komplette 44er Muni geben. Vielleicht wird sie so ein kleiner Zusatzsniper hier. Oh, nice. Was auch immer. Den akzeptiert sie, den Revolver. Die 10mm Pistole komischerweise nicht. Wen denn? Hey, stopp! Alter. Ich wäre an deiner Stelle abgehauen. Da kommt er uns einfach in den Rücken gefallen mit einer Keule oder so, ne? Mit einer Baseballkeule, Mann. Hast du gerade nicht gesehen, was wir mit den Skorpionen getan haben? Naja. Na gut. Manch einer will es halt auf die harte Tour wissen. Soll er kriegen. Gucken uns gleich die Hütten an. Aber erstmal checken wir ja alles draußen. Nicht, dass uns noch so ein Witzbold hier in den Rücken fallen möchte. Kann man da auch rein? Oder ist das nur Optik? Nein, das ist nur Optik. Schade. Aber ein Dieter, ne? Alles erstmal schön oberflächlich abchecken. Und da geht's schon wieder los. Ich sag's doch. Lieber jetzt als später. Wer ballert hier rum? Ich sehe noch nichts auf dem Radar. Clover ist noch hier. Gott sei Dank. Das ist ja meine kleine Kamikaze-Braut. Die stürzt sich ja gerne mal in den Kampf. Manchmal auch zu hart. Und dann kommt sie nicht wieder. Kleines versenktes Buch. Das brauchen wir nicht. Nein, nein. Aber hier die Muni. Die nehmen wir mit. 10mm Munition. Ja, mit einer benahmten 10mm Maschinenpistole würde ich die auch ganz gerne mal verballern, aber so hat das echt wenig Sinn. Was ist da gewesen? Oh, ein Sentrybot.
Stopp! Zurückziehen! Zurückziehen! Wir sind noch versteckt. Wow! Musste das jetzt sein? Clover? Okay. Dann auf in den Kampf. Auf in den Kampf. Vorsichtig. Hä? Hat sie ihn platt gemacht? Das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Warum ist sie denn bitte so stark? Wow! Das hast du gut gemacht. Du bist ein richtiger Scharfschütze. Aber jetzt können wir uns auf das Reden konzentrieren und sie macht die ganze Arbeit, also die brutale Arbeit. Cool. Und wir haben ihr ja knapp 50 Schuss für den Scharfschützenrevolver gegeben. Das hat sich gelohnt. Echt krass. Zündflamme nehmen wir natürlich mit. Und die beiden Hütten, ne? Waren noch zwei, ne? Hier ist eine. Da kann ich bestimmt rein. Die ist zu groß, dass die nur Optik ist. Sag ich doch. Aber schön schleichen, bitte. Überfall! Ne, alles okay. Oh! Boah! Wie heftig! Wie stark sie ist! Das ist echt heftig. Aber wer weiß, ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht kommt der Clover doch noch ein bisschen mit. Offensichtlich scheint sie recht gut mit ihrem 44er Revolver rumsnipen zu können. Und naja, um das machen zu können, braucht sie von uns nur die 44er Patronen. Und die kann sie gerne haben, denn wir brauchen sie nicht. Wir brauchen diese Munition nicht. Und jetzt hat sie erstmal 50 Schuss. Das reicht erstmal. Wir hoffen hier zumindest auf ein paar Mufu-Zellen. Überraschung! Ne, hier ist keiner. Okay. Dogmeat, runter da von den Munitionskisten. Wir haben darüber geredet. Es reicht wirklich. Ne? Ich habe die Faxen dicke. Ich schicke dich zurück zur Vault, wenn du nicht hörst. Oder ins Tierheim. Ganz genau weiß ich das noch nicht. So, jetzt. Naja, zumindest 10mm Munition. Können wir verticken. Es sei denn, wir finden irgendwann mal eine benannte 10mm Maschinenpistole. Dann ist alles cool. Vorkriegsgeld, yay! Eine Kampflinde, die können wir wirklich gut gebrauchen zum Reparieren. Hier gibt es noch eine Zündflamme, richtig? Lass mich raten, ich habe recht. Schön, Kampflinte, R. Enter, Enter, Enter. Klasse. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir machen wieder 53 Schaden mit der Kampflinte. Hast du gehört, Clover? 53. So, wir pennen jetzt eine Runde, weil um 3 Uhr ziehe ich nicht hinaus ins Ödland. Das ist einfach mal zu spät. Wir wollen mit der aufgehenden Sonne wollen wir hinausgehen. Also erstmal 12 Stunden bis 3 Uhr morgens und dann noch 2 Stunden dazu. 5 Uhr schlag mich tot in 3, 2, 1. Guten Morgen, liebe Welt. Sie sind wieder gut ausgeruht. Sehr schön, das freut mich. 10% mehr EP und ich glaube in die Hütte hier, die müssen wir noch rein, in diese Hütte. In die hier, ne? Okay, vorsichtig aber wieder. Alter, was hat denn mit diesen verdammten Ödländern hier nicht gestimmt? Die waren ja völlig Nüsse. Wow. Naja, manchmal ist das so, ne? Aber ich wusste von vornherein, dass mit denen irgendwas nicht stimmt. Schließlich hatten die rote Namen gehabt und das ist meistens kein gutes Zeichen. Wer weiß, ob wir später vielleicht noch was über diesen Ort erfahren werden. Aber jetzt erstmal Munitionskiste. Muni, Muni, Muni. Na? Geht doch. Klasse. Und das Heftchen gleich lesen. Das war Deckung, ne? Ich glaube, das ist Sprengstoff. Yay! Sprengstoff um 1 erhöht. Und dann haben wir hier noch Puglizismus aktuell. Ein schwieriges Wort. Zumindest für mich. Und noch mehr Muni. Yay! Jagdgewehr Muni. Davon kriege ich nie genug. Na gut, speichern und weiter. Wir sollten jetzt alle Hütten hier begutachtet haben. Und können weiterziehen. Da hinten war ja nichts, ne? Die Hütte ist zugenagelt. Aber hier waren ja noch jede Menge andere leere Dreiecke, die von uns beäugt werden möchten. Stopp, kippen. Kippen, kippen, kippen. Und vielleicht ein Vorkriegsbuch. Nein, nein. Nein, schade. Hätte ja sein können. Wir wechseln mal zum Scharfschützengewehr unseres Vertrauens, dem Reservistengewehr und dann Richtung hier Nordwesten. Ja, wir können weiterziehen.
Ein mysteriöser Ort, leider ohne jegliche weitere Erklärung. Ich hätte schon gern gewusst, was da jetzt vonstatten ging. Irgendwas war mit denen nicht in Ordnung und wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden, was es war. Aber dafür haben wir hier einen schönen Third-Person-Immersionsmodus und es regnet. Wir alle lieben Regen in Videospielen. Okay, vorsichtig. Der nächste Gegner lauert bestimmt hier schon irgendwo rum. Aber wir haben ja Clover dabei. Unsere Revolver-Scharfschützin. Boah, ein radioaktiver Ekelsturm. Wie cool. Hat mich gerade so ein bisschen an eine Anomalie von Stalker erinnert. Müsste ich auch mal weiterspielen. Das gute alte Stalker. Call of Pripyat haben wir schon durch. Schön mit Mods. Damals noch im guten Jahre 2019. Am besten gehen wir die Reihe dann rückwärts durch. Clear Sky wäre der nächste Teil. Oh, 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 vorsichtig. Wow, 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 wow. Das tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt euch nicht verletzt. Ich habe ein bisschen was abgekriegt, aber... Naja, das können wir hier wegschlafen, oder? Kann ich mich hier schlafen legen zu dir? Nicht wirklich. Aber hier ist gerade ein Kampf. Ich sollte an diesem teilnehmen. Das ist wichtig. Wo sind denn die Gegner? Vorsichtig, hier könnten noch sonst wo Minen sein. Das ist schon wieder so ein kranker Ort. Was stimmt denn mit diesem Spiel nicht? Ich mache nur Witze, ich liebe es. Hey, hey, hey. Immer schön langsam hier, ne? Flop. Und gleich den nächsten, bitte. Sie hier. Sie hat sich schon umgedreht. Flop. Und jetzt noch, last but not least, die nächste Raidersocke. Alter. Der hat am meisten gefratzt, ne? Aber jetzt kann ich endlich mein Nickerchen machen. Das ist ein komplett von Raidern kontrolliertes Gebiet. Hört auf, durch die Minen zu laufen. Ihr macht mir Angst. Ich könnte was abkriegen. Das wäre nicht so cool. Nehme ich auch. Mad Axe. Drogen, Drogen, Drogen. Schleimhaufen. Ja. Das sind die besten Haufen. Sturmgewehr. Bier. Heute nicht. Ich muss noch fahren. Ach ja, und hier geht der Spaß ja schon weiter. US Army 30 praktische Rezepte für den Flammenwerfer. Gleisnägel, Atombomben. Meine Güte. Das ist ja mal heftig. Aber okay, ich glaube, wir haben alles. Wir können schon wieder ein Nickerchen machen. Ein paar Stimpacks sparen. Es ist ja noch früh am Morgen. Ja, und da geht sie weiter, hier unsere Chance. Dann wollen wir doch mal gucken. Hier liegt bestimmt noch irgendwo eine Mine rum, eine Sprengfalle. Da drin war ich schon, aber drauf waren wir noch nicht. Da war gerade so ein Brett, was raufgegangen ist. Also vom einen Waggon hier, von einem Laster zum nächsten. Okay, ist einfach nur so just for fun. Okay, macht ja nichts. In dem Waggon waren wir jetzt schon drinne. Oder in dem Laderaum, aber in diesem hier nicht. Gibt's hier was Spannendes, was ich mitnehmen kann? Nö, schade. Aber zumindest hat's jetzt aufgehört zu regnen. Ich meine, Regen ist schön und so, aber diese soundtechnische Dauerbelastung, ne? Da wirst du irgendwann verrückt. Früher oder später, aber definitiv am Ende immer. Das war die Ortschaft, ne? Richtig? Sehe ich das richtig? Ja, Raststätte 5 Axles. Wobei, hier die Reifen habe ich mir noch nicht angeguckt. Da ist vielleicht noch eine Kleinigkeit hinten drin, ne? Eine 10mm Pistole. Yay, gib her. Milchflasche, nein. Aber hier, Teilaufnahme CB Funkspruch. Bestimmt wichtig. Bestimmt. Notizen, Teilaufnahme CB Funkspruch. Bitte kommen, bitte kommen. Gibt es irgendwelche Trucker auf dieser Frequenz? So.
Hier ein paar simple Regeln, die du befolgen solltest. Bedienungsanleitung für das Sklavenhalsband. Fummel nicht am Halsband rum, sonst fliegst du womöglich in die Luft, was du echt verdient hättest. Die Metzerstrahlen lösen den Selbstzerstörungsmechanismus des Halsbands aus. Sobald das Halsband also angelegt wurde, schieß mit dem Messmetron nicht mehr auf den Sklaven, es sei denn, du übernimmst die Kosten für ein neues Halsband. Falls du ein Halsband verlierst oder es dir klauen lässt, dann wirst du selbst eins tragen. Wir dulden keinerlei Gefährdung unseres Geschäfts. Falls du irgendwelche Fragen haben solltest, dann verpiss dich, ich habe keine Zeit für Vollidioten, Gruß. Messmetron Handbuchinhalt. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Messmetron, dem nicht tödlichen Unterwerfungsgerät Ihrer Wahl. Ihre Erfahrungsberichte helfen uns bei der Forschung und tragen so zur fortlaufenden Verbesserung der Messmetron-Funktion bei. Wichtig! Bitte wenden Sie sich vor dem Einsatz des Messmetron gegen Zivilisten an Ihren Vorgesetzten oder befehlshabenden Offizier, um Einzelheiten zu den gesetzlichen Voraussetzungen und Einschränkungen zu erhalten. Zusammenfassung: Der Messmetron ist der unangefochtene Marktführer im Bereich der nicht tödlichen Zieleliminierung und Findung. Einfach zielen, schießen, überwältigen. Funktionsweise. Vereinfacht dargestellt, versendet der Messmetron eine Reihe von Wellen, die bei der Zielperson wichtige Gehirnbereiche kurzschließen. Ähnlich wie ein Radiosignal, nur dass das Radio Musik empfängt, während das Gehirn der Zielperson eine Reihe komplexer und verwirrender Signale empfängt, die die Synapsen mit fehlerhaften Daten überfluten, wodurch wichtige Gehirnzentren sowie die selbstbestimmte Motorik ausgeschaltet werden. Klassifizierung Klasse B, experimentell effizient. Achtung, der Messmetron wird noch als Waffe der Klasse B experimentell effizient eingestuft. Das bedeutet, dass von Zeit zu Zeit unerwartete und potenziell unangenehme Nebeneffekte auftreten können. Wenden Sie sich vor dem Einsatz gegen Zivilisten an Ihren Vorgesetzten oder befehlshabenden Offizier. Bei Feldversuchen gegen bestimmte Ziele wurden gelegentlich anormale Wirkungen festgestellt, unter anderem erstens erhöhte Aggression, zweitens der äußerst seltene Gehirnwellenresonanz-Feedback-Loop, meist begleitet von explosiver Schädelverformung. Wow, das hört sich komisch an. Bitte melden Sie das Auftreten von Anomalien unverzüglich und geben Sie in den Praxisanmerkungen eine klare und vollständige Beschreibung aller Umstände an. Die Felddaten, die wir von Kunden wie Ihnen sammeln, sind für uns sehr wertvoll, um diese Anomalien zu beseitigen und für den Messmetron eine Klassifizierung für den alltäglichen Gebrauch zu erhalten. Vielen Dank für Ihren Einsatz für unser Unternehmen und Ihr Land. Implied Hypnotics Incorporation, Liste der Rekruten für Paradise Falls. Das kennen wir ja schon, ne? Aber die beiden Texte, die hatten wir noch nicht gelesen gehabt, waren sehr interessant. Sowieso alles, was man in Fallout lesen kann, ist immer interessant. Und auch wenn es nur so ein bisschen Hintergrundgedudel ist, es schafft Immersion, es schafft Tiefe im Spiel. Man kann besser in dieser Spielwelt versinken, auch wenn man sich hin und wieder mal den etwas dünneren Text durchliest. Aber hier passt es zum Gesamtbild einfach mal dazu. Aber egal, genug. Wir haben das nächste leere Dreieck, was auf uns wartet, Richtung Westen, Nordwesten. Ist das eine gute Wahl? Sollten wir da hinreisen? Ja, ich finde schon. An diesen Kartenrand und dann schön in Schleifen wieder hier runter. Mehr oder weniger. Und ich sehe gerade, dass die Ortschaften hier mit so einem Schrägstrich, dass die von uns noch nicht entdeckt worden sind. Und dafür habe ich nur ein Dreiviertel der Karte gebraucht. Ich bin sehr stolz auf mich. Und da ist schon wieder was. Oh Gott. Ein Albino-Red-Skorpion. Wir sollten den kritischen Überraschungsangriff ausnutzen. Direkt auf den Stachel. Bam! Bam! Und bam! Und jetzt ganz schnell noch mit einem Pfeilpistölchen hinterherballern, um ihn zu verkrüppeln. Er haut ab? Nein, oder? Der haut doch nicht ab, oder? Nee, der musste sich nur neu arretieren. Vorsichtig. Beine. Zack, und schon verkrüppelt. Ich bin weg. Dogmeat, pass auf. Wir müssen vorsichtig sein mit Dogmeat. Der hält nicht so viel aus. Machen wir doch schon. Der ist doch schon verkrüppelt. Stopp, nicht auf die Beine weiterschießen. Bitte auf den Stachel. Schön auf den Stachel da hinten. Hallo. Er will nicht. Nee, er will nicht. Das Spiel spinnt jetzt.
Jetzt bitte nochmal mit Anlauf und Spucke. Los, los, los. Vorsichtig, Duckmeat, pass auf. Ich muss ihn grillen, glaube ich. Oh, Gott sei Dank. Duckmeat, Mensch. Das war Rettung in letzter Sekunde, ne? Tipp ich mal. Komischerweise wird ja seine Energie instant aufgeladen, wenn der Gegner tot ist. Aber ich will mich nicht beschweren. Trotzdem, ein harter Kampf.